Und damit hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Relight. Mit dabei ist wie immer niemand, denn es ist immer noch ein Solo-Projekt. Und ja, heute habe ich ja vor, die Mumienjäger zu befreien, also den Großteil zumindest. Denn wir brauchen Verbündete. Und ich weiß auch nicht, ob ich wirklich viele Leute in der Stadt behalten möchte, während dort ein Krieg ist. Weil im Krieg gibt es viele Opfer halt, also... Ja, ist gleich das Ziel, die Mumienjäger zu befreien. Und ja, bevor ihr fragt, es ist wieder sehr früh. Wir haben es jetzt halt genau 8.03 Uhr. Das heißt, die Sonne scheint richtig fett in mein Fenster. Und jetzt halt, wenn Leute wissen, wie sehr ich geblendet werden würde, also wenn ich auf meinem Hauptdisplay schaue, dann könnten die safe herausfinden, in welchem Bereich der Erde ich wohne. Also Deutschland ist klar, aber welcher Bereich von Deutschland? Also werde ich das lieber nicht tun. Und hier ist wieder die massive Festung. Dort gehen wir lieber nicht rein, denn wie schon gesagt wurde, wir hätten nicht glauben sollen, dass die Festung so leer ist, wie sie ist. Wir müssen wahrscheinlich um den Krater herumlaufen, wenn wir dann die Mumienjäger befreit haben, weil neben der Festung ist, glaube ich, nicht so klug, weil ja, dort können Leute rauskommen, was bei einer Festung halt normal ist. Okay, wir sind wieder da und ich habe es nicht vermisst, dass hier das Land so zerstört ist. Aber das ist halt so, wenn man bei den Mumienjägern ist. Hier das schöne heile Schiff von den Piraten. What the? Oh no, ich glaube, der Angriff auf die Mumienjäger hat schon begonnen. Der hat schon begonnen, eindeutig. Oh, okay, ich muss... Um alle Mumienjäger zu bekommen, muss ich viele Mumien töten. Okay, dann mache ich das einfach. Oh, warte. Peace. Okay, ja, die müssen uns schon angreifen. Denn an sich one-hitte ich die, ja. Wobei ich auch nur die one-hitte, die ich direkt hitte, also... Die machen weiterhin natürlich gut Damage, weil ich jetzt keine allzu gute Rüstung habe. Das heißt, ich muss trotzdem noch aufpassen, auch wenn ich die mit einem Schlag vernichten kann. Okay. Ich darf nicht unterfallen. Okay, ich versuche erstmal reinzukommen. Los geht's. Oh, hier sind auch Mumien. Und hier ist alles zerstört. Oh, jetzt bin ich in der Ecke. Ich gehe kurz doch runter. Als taktischer Move. Okay, ich bin wieder draußen. Leute, das ist kein leichter Kampf, um das mal nett auszudrücken. Okay. Aber wir werden bestimmt gewinnen. Also... Warte, der Zyklop, die greift ja an, also... Schutz? Okay. Ich bin zu dumm zum Laufen, aber ich habe ja zum Glück meinen Grappling Hook. Okay. Die Mumien sind jetzt schon mal weg, also... Und außen die Mumien... Achso, die haben sich kombiniert und haben mich alle angegriffen. Wir haben sie besiegt. Okay, du kriegst Fleisch von mir. Du willst kein Fleisch? Willst du das Fleisch? Okay, dann kriegst du nix. Okay, folgst du mir? Okay, Gatt ist anscheinend zu stur, mir zu folgen. Frag mal seine Freunde. Okay, die Tür braucht ja eigentlich eh nicht mehr. Ich meine, es ist ja eigentlich alles nützlich. Oh, dort ist noch eine Mumie. Okay.
Wir müssen die Mumien stoppen. Dort gebe ich dir recht. Okay, higher. Okay. Dann. Die Hilfe wird gerne gesehen. Dann, du kannst mir auch folgen. Nur Gatt ist zu spür. Okay. Aber Leute, dann seid ihr jetzt mein Team. Gatt muss alleine schauen, wie er klarkommt, wenn er hier bleiben möchte. Ja, ich kann natürlich seine Meinung jetzt nicht ändern. Und wenn ich ihn zwinge, macht es mir nicht besser als die Mumien. Also, ja. Er ist erwachsen und muss selber entscheiden. Aber. Ja, auf jeden Fall habe ich hier zwei, die mir folgen. Naja, kann ich nichts machen. Okay, die sind noch da, gut. Oh, ich habe gar keine Lust auf diesen Weg. Der ist nämlich so richtig schlimm wegen der Festung und wegen dem großen Loch. Okay, die sind noch da. Und jetzt muss ich hier kurz anders laufen, denn niemand möchte, dass ich hier halt unten bin, weil das würde die Folge nochmal verlängern. Aber ja, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Ich frage mich dann, was die können. Also, wie gut sind die dann in diesem Kampf? Also, weil das sind ja nur Soldaten, aber welche, die schon einen höheren Rang haben, als die, die nur in Goldrüstung dastehen. Also, auf jeden Fall die mitnehmen und dann ja. Dann einfach die bei mir behalten, das ist der Plan. Das mitnehmen und behalten. Oh, jetzt heißt es wieder schwimmen und diesmal wieder so, dass ich nicht unterfalle im Fall. Denn das wäre immer noch schlecht. Okay, Leute. Es wird immer schlimmer auch mit der Sonne. Ich kann jetzt langsam fast gar nichts mehr sehen. Aber wir haben es geschafft. Wir sind an dem Loch vorbei und auch an der Dings. An der Festung. Okay, nerv nicht, du Drecksteil. Oh, jetzt habe ich aus dem Rotten Flash gegessen. Das habe ich nicht mal mehr richtig erkannt auf dem kleinen OBS-Bildschirm, aber meine Hungerleiste wurde grün, deshalb habe ich es erkannt. Weil an sich sieht Fleisch für mich wie Fleisch aus. Okay, mal schauen, sind meine Follower noch da? Okay, gut. Einfach in die Richtung weiter geradeaus. Dann müssten wir ungefähr bei der Basis sein. Tja, Leute, ich würde sagen, ich laufe den Rest des Weges jetzt alleine noch zurück, denn ja, es ist halt so, dass ich jetzt nicht Lust hatte, eine übelst lange Folge zu machen, weil heute ist wieder viel geplant bei mir, auch im Privatleben. Und drum mache ich jetzt halt heute zumindest Relight mal kürzer und morgen mal schauen, vielleicht Magic kürzer und Relight dafür länger. Aber ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, wenn nicht, dann nicht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn die beiden bei uns im Kriegscamp stehen. Ciao, Leute.